Soweit bis zum heutigen Datum gibt es mehrere Tools, mehrere Werkzeuge, die sowohl für Erzeugung, Generierung von Deepfakes verwendet werden, als auch für Detektierung von Deepfake. Wir befassen uns natürlich mit beiden Aspekten, das heißt Synthese zu machen, also Deepfakes zu erzeugen, aber auch Deepfakes zu detektieren. Und wir testen die Werkzeuge und die Tools, die entweder aus dem akademischen Bereich kommen, weil das halt ein sehr heißer Forschungsbereich ist. Und wir beschäftigen uns auch mit den Tools, die kommerziell sind. Das heißt, man weiß nichts, weil sie closed source sind. Dass man weiß nichts über die interne Struktur von denen. Aber man kann die auch testen zumindest mit bestimmten Datensätzen. Und die Ergebnisse sind durchwachsen. Die ändern sich zwischen 50%, das heißt wirklich eine Zufallszahl, bis hin zu 80% oder 90% Erkennung von Deepfake in beiden Bereichen, also Domänen Audio und Video oder eine Kombination davon. Ja, in der Tat, also zumindest das ist meine persönliche Meinung, dass wir damit leben müssen, weil die Technologie für verschiedene Zwecke verwendet wird. Ob das hat auch gute Seiten, man kann die für Entertainment verwenden, man kann die für Menschen mit Behinderung verwenden, man kann diese für historische und Lernaspekte verwenden. Also das heißt, es hat auch Bildungsaspekte, wo die eingesetzt werden können. Daher denke ich, dass sie auch für gute Zwecke verwendet werden. Und wenn etwas für gute Zwecke verwendet wird, heißt das, dass wir dann damit leben müssen. Auf der anderen Seite können die auch für böse Sachen verwendet werden und für Angriffe, sozusagen Betrug und alles, was wir derzeit in sozialen Medien erleben.